Der Moog basierte damals auf einem Mini. Es sollte ein leichtes militärisches Fahrzeug werden, ganz ähnlich dem Jeep. Doch die kleinen Räder und die doch etwas geringere Bodenfreiheit machte da einen Strich durch die Rechnung. Die zivile Version hingegen wurde zur VW-Buggy-Alternative und ein Kultfahrzeug in den USA, in Australien und auch in Frankreich. Der ursprüngliche Moog benutzte den gleichen Motor, das Getriebe und die Aufhängung wie der Mini. Doch damit ist nun bald Schluss, denn der Moog wird rein elektrisch. Wir haben alle wichtigen Informationen und Daten zusammengefasst und begrüßen euch damit auf Electric Drive, dem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Printmagazin. Der neue elektrische Moog wurde von Grund auf mit dem Ziel entwickelt, das Fahrerlebnis deutlich zu verbessern. Durch die Verwendung von Aluminiumpanelen konnte das Gewicht des Fahrzeugs deutlich reduziert werden, was zu einem agileren Fahrverhalten führen dürfte. Auch das sofortige Drehmoment des Elektromotors müsste die Beschleunigung und das Fahrverhalten deutlich verbessern. Der elektrische Moog profitiert von einer Reihe weiterer Aktualisierungen am gesamten Fahrzeug. Von verbesserten Bremssystemen bis hin zu erhöhten Sicherheitsfunktionen für Insassen und Fußgänger. Servolenkung, regenerative Bremsen und beheizbare Windschutzscheiben sorgen für eine komfortable Bedienung. Alles Luxus, der weit über die ursprünglichen Vorgaben hinausgeht. Für diejenigen, die keine Zeit haben, spielen wir nun direkt das Autoquartett durch. Der Elektromoog verfügt über einen Rad-Direktantrieb, eine maximale Reichweite von 144 Kilometern, eine Ladezeit von ca. 4 Stunden, über einen Typ-2-Ladeanschluss und über eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Der Elektroantrieb verfügt über eine Peakleistung von 33 kW, sprich 45 Pferdestärken. Innerhalb von 4,5 Sekunden geht es auf Tempo 55 km/h. Und ja, wir fragen uns wirklich, wer solche Testwerte ausgibt. Der 3,22 Meter lange, 1,66 Meter breite und 1,55 Meter hohe Elektromoog wiegt gerade einmal 800 Kilogramm, bietet Open-Air-Feeling und Platz für 4 Personen. Und was hat dieses Elektrofahrzeug, was viele SUVs nicht bieten? Eine echte Bodenfreiheit von 180 mm. Da kann sich so mancher SUV in der Tat eine Scheibe von abschneiden. Nichts für schwere Gelände, aber für die Wald- und Wiesenwege dürfte es reichen und vor allem für den Strand. Die ersten Auslieferungen sind für die europäische Sommersaison 2022 geplant. Die Preise starten netto bei 29.150 Pfund, also knapp 35.000 Euro zuzüglich Steuern. Ab dem 1. Januar 2022 wird es nicht mehr möglich sein, Moogs mit Verbrennungsmotor zu bestellen. Damit wird Moog nun nach Smart zum nächsten Hersteller, der komplett auf Elektroantrieb umstellt. Und viele weitere, da sind wir uns ziemlich sicher, werden folgen. Batteriezellen, Motoren und Wechselrichter stammen von europäischen Zulieferern und wurden im Vereinigten Königreich maßgeschneidert entwickelt. Es ist also, dank dem Brexit, eine Menge Zollschriftkram vonnöten, bis so ein Moog auf die Räder kommt. Alle elektrischen Moogs werden in der Heimat der Marke, also dem Vereinigten Königreich, in einer hochmodernen Anlage der Fabling Group zusammengestellt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in North Hampshire, dem Zentrum der britischen Automobilbranche, und zieht einige der talentiertesten Fachleute aus den Bereichen Fertigung, Technik und Ingenieurswesen der Branche an. Alle elektrischen Moogs werden in Handarbeit von einem Expertenteam eines Unternehmens gefertigt, das Erfahrung in der Entwicklung, Herstellung und Konstruktion für einige der weltweit führenden Automobilhersteller wie Jaguar, Land Rover und Morgan hat. Das Unternehmen verfügt über eine Produktionsfläche von rund 500.000 Quadratmetern und beschäftigt ca. 700 hochqualifizierte Ingenieure, Produktionsmitarbeiter und Techniker an 6 britischen Standorten. Und das ist schon ziemlich clever, oder? Dieses langfristige strategische Engagement für die britische Fertigung wurde durch Zuschüsse der britischen Regierung im Rahmen des Niche Vehicle Networks sowie durch das jüngste Handelsabkommen ermöglicht, das britischen Automobilherstellern auf der Grundlage definierter Ursprungsregeln zollfreien Zugang zu den EU-Märkten gewährt. So, nun aber die Frage an euch. Wie findet ihr den Elektromoog? Wäre das ein farbenfrohes Fun-Fahrzeug für euch oder ist der Preis für dieses Gefährt einfach übertrieben? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Hinterlasst auch gerne ein Like und natürlich ein Abo, damit ihr auch weiterhin umfassend informiert werdet. Liebe Grüße aus der Electric Drive Redaktion. Das war Electric Drive. Zum nächsten Mal.